Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben ja hier noch mit dem letzten Händler hier noch ein bisschen rumgehandelt und Eloy ist mittlerweile richtig rich. 6.900 ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Hat hier noch irgendwelche Quests? Ne, das haben wir. Das Grabhorn machen wir gerade, aber ich guck mal, Leute. Das sieht aus wie eine verdorbene Zone hier vor uns, ne? Also auf jeden Fall der eine hier, ne? Schau dir mal an. Das Teil ist doch infiziert. Oh. Oh. Hat nicht mal gemacht. Was jetzt so eine kluge Idee war, weiß ich nicht. Ach so, hier sind überall diese Kultisten. Also die Eclipse ist das ja, ne? Wenn ich mich recht richtig erinnere. So, guck mal hier. Ah, ich sag schon ein bisschen lame, ne? Vergiss es. Halt deine Zwille bei dir. Loi, hau drauf. Hau ihn weg. Den Speck. Eier und Speck. Da hätte ich jetzt Bock drauf, Leute. Ja. Ich muss nämlich einkaufen gehen. Ich habe keine Lust. Aber wie sagt man so schön, ne? Da gibt es noch nichts mehr zu essen. Vor allem keine leckere Sachen mehr, ne? Dann muss man halt das essen, was man immer da hat. Reis, Nudeln, Kartoffeln. Oh, das reicht aber auch schon aus, ne? Hohohoho. Das finde ich aber auch eine schöne Sache. Also hier wurde auf jeden Fall randaliert. Hier sind die Panzer, die man schon mal gesehen hatte, ne? Schatten eines Metallteufels. Super. Metallteufel, so nennt man die Dinger. Danke, Eloy. Ja, wenn ich dich nicht hätte... Oh jo, was bist du denn für ein Vieh? Aber das ist doch eine Maschine, das da, ne? Ein bisschen Schiss hier hochzugehen. Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Das ist eine Maschine, Leute. Krass. Genau, wir kriegen das hin. Lagerfeuer entdeckt. Wo? Oh ja. Kennen wir das einen Eingang? Wir sollen trotzdem erstmal speichern gehen. Das finde ich immer eine gute Sache. Das muss der Pass sein, den Otur meinte. Und gleich darüber ist das Gebiet der Banuk. Ist das so? Ja, du kennst dich hier besser aus als ich, ne? Ach so, ist... Was heißt denn hier drüber ist das Gebiet der Banuk? Hier waren wir doch noch nie, Eloy. Ach, sie weiß das schon. Sie weiß schon hier, was geht. Okay, jetzt mach keinen Blödsinn. Ich möchte gerne hier hin. Kann ich irgendwann mal was... Was ist ein Dings? Da muss ich hin. 100 Meter tiefer. Gehen wir wieder runter, ne? Hier entlang. Ja, hier geht's rein. Super, bin ich mal gespannt. Also ich muss ja erst gestehen, so in dunklen Gebieten. Hat einen Punkt. Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Okay. Wir sitzen hier fest, er schlägt glatt durch uns durch. Wir müssen die Stellung halten, die dann abwehren. Ein Kampf, eingefroren im Eis und in der Zeit. Okay, das ist eine sehr interessante Audiodatei. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist hier noch eine? Der Fight, den sie hatten, ne? Ja, ja. Hast du die... Kriegst du alles mit, Silence? Silence? Ja, ey, Leute, ich weiß noch nicht so richtig bei dem. Keine Ahnung. Hä? Okay. Hatten wir schon den noch? Wiederholen Sie, Lieutenant. Er ist durch. Titan ist durchgebrochen. Nähert sich. Er lebt. Und ist wütend. Geil. Wir sitzen hier fest. Er schlägt glatt durch uns durch.
Ich sollte mich hier... Drinnen sind sie auch. Wir sind hier überall. Also ist nicht die Eclipse, sind also die Kultisten. Aber ist das nicht das Gleiche? Na, das ist ja heute wirklich ein schöner, andauernder Sieg. Kontakt in 30 Sekunden. Operation Enduring Victory. Hey, ob Sovet Zero Dawn in der Zeit durchziehen kann? Was auch immer das sein sollte. Es ist wohl nicht ganz gut gelaufen. Ich muss sagen, es war eine Ehre, neben diesen Panzern zu dienen. Silence, hörst du das? Was denn? All diese Soldaten. Sie sind hier gestorben. Gestorben wird dauernd. Geh weiter und such etwas Interessantes. Ich weiß nicht, er ist zwar ein Wissenschaftler, ne? Aber Empathie oder so, das hat er gar nicht, ne? Er könnte ja auch helfen, er ist bestimmt, keine Ahnung, ja auch gut im Kämpfen, wenn er in dieser Zeit hier überlebt hat. Vor allem, er war doch der Anführer irgendwann mal, ne? Hat er das nicht gesagt? Das ist eine gute Idee, Eloy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir gucken aber noch einmal nach zurück, ne? Weil. Oh, Eloy. Mach mal langsam. Da wollen wir aber nicht reinfallen, oder? Das scheint für später zu sein. Ja, das hier ignorieren wir mal erstmal. Wir gehen erstmal hier weiter. Hier? Protokoll. Der erste Kampf am Ostküstenschutzwall war lange vorbereitet. Wir haben das Soldaten war vor Kalmar. Die Prognosen für den Osten waren noch schlechter. Drei Wochen lang bildeten wir in irgendeiner Küstenstadt Freiwillige aus. Es regnete ständig, denn Europa war bereits niedergebrannt. Immer mehr Fertigkasernen. Sie wurden immer weiter aufgestellt, bis die Haupttruppe schließlich zuschlug. Mit den Freiwilligen machten wir Kampfübungen in den Straßen, wo sie gelebt hatten. Wir okay. taten so, als ob es eine Zukunft für sie gäbe, wenn sie nur auf sich aufpassten. Nichts war schlimmer als die, die uns glaubten. Ihre hoffnungsvollen Fragen über Zero Dawn, als ob wir mehr wüssten als sie. Ich schwöre, allmählich werden wir so noch selbst zu Bots. Aber die lernen aus jedem Kampf. Und wir? Ich weiß nicht. Ja, ist immer schwierig, wenn man der Menschheit tatsächlich was vorenthält. Auf der anderen Seite ist es ja zum Schutz von denen. Aber trotzdem, irgendwann hat man einen Punkt so erreicht, dass man sagen muss, okay, Leute, Hopfen und Malz ist verloren, ne? Protokoll 3. Kampf California Marine. Der Schwarm kam vom Pazifik und ich weiß nicht, ob es Freiwillige waren oder die verrückte 15. Aber was sie zündeten den Müllstrudel an. Mann, das Meer stand in Flammen. Das Zeug war... Die ersten Bots waren bedeckt von brennendem Schlamm. Mhm. Das brachte uns ein oder zwei erfolgreiche Stunden. Dann hatte der Schwarm alles neu berechnet. Wir lockten sie ins Inland und weiter Richtung Kalmar. Ließen Gebäude auf sie fallen. Setzten EMP ein. Das übliche Prozedere. In Kalifornien war ich zuletzt mit 5, 6. Ein Licht wie der Social-Net-Nostalgie-Filter. Den es in den 40ern gab. Okay. Interessant. Oh, ich finde diese Sprachnachrichten unfassbar geil, ne? Abberufene, ich erinnere euch an Artikel 115 der Basisrichtlinie. Die unerlaubte Nutzung der Prozessorzyklen. Insbesondere an 115C. Verboten ist jede holographische Simulation, die nicht direkt der Ausbildung dient. Ihr seid erinnert. Und viel Spaß beim Spielen. Wie bescheuert, ne? Lass die Leute doch einfach mal bis noch so sein, normal. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate jetzt. Und vielleicht 20 Einsätze. Aus immer an der Westküste. Wie soll man es sich da gemütlich machen? Mit diesen rekrutierten, ahnungslosen Zivilisten. Ihr gesamtes Training besteht aus. Hier ist eine DEW. Schieß auf die Bots. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt, bei Lithium Beach. Es tat gut, dieses riesige Vieh vernichtet zu sehen. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Dann wird bald alles wieder wie früher sein. Geil, Hauptsache Elon quatscht immer während der Audiodatei rein, ne? Das ist richtig geil, macht sie das. Aber es ist geil, ne? So,
Möbel aus Metall. Hm, war das bequem. Ansichtssache, Neloy. Das sind die Textdateien. Aber guck mal, wie viele Textdateien und so viele, ne? Das ist so schade, dass man die so schlecht findet. Das war für später noch. Aber auch die Audio... Controller. Auch die Audiodateien, ne? Das ist so Wahnsinn, wie viel uns da fehlt. Ach komm, scheiß doch drauf. Der Controller spackt viel zu viel rum. Eine Dusche oder was? Nur ein Bett. Vielleicht das Zimmer ihres Kriegsherrn. Dann haben wir doch einfach nur eine Kabine, ne? So, jetzt hier runter oder was? Ja. Das ist schon geil gemacht hier drin. Da haben wir nichts mehr. Da ist keine lieber jetzt ein paar Mal mehr. Hast du ja so ein Bunkertür? Das heißt wohl kein Strom. Gut erkannt, Eloy. Wir müssen aber vielleicht den Leitungen hinterhergehen. Diese Drähte führen wohl zur Stromquelle. Gucken wir mal. Ja, hier laufen sie doch rum. Da sind sie schon. Okay. Darfst du das denn? Ja. Oh, yes. Holographisches Interface. Muss eine Art kurze nützliche Information. Die nützliche Information. Ach so. Ja, ja. Natürlich sehr nützlich. Ich dachte gerade. Nein, ihr Leute, du musst... Drück doch einfach die richtige Tasten. Und dann war unten, links, rechts, ne? Ja, ist da jetzt nicht allzu schwer, ne? Drei Leitungen, drei Quellen. Das ergibt eine. Vier Leitungen, vier Schalter. Was erzählst du mir da, Eloy? Ach so, drei Leitungen. Ja, drei Stränge wäre vielleicht eher richtig, ne? Ja, ja, guck mal hier. Da ist noch eine. Oh, bin ich aber gespannt. Geht's denn hier weiter? Ah, hier ist die letzte dann. Das ist eine Leiter. Eloy, schaffst du das hier? Ja. Eins ist runter. Ja. Sie macht sie auf ihre eigene Art. Okay. Hier. Ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Moment. Bitte erzähl mir das nochmal. Hey, ihr habt gefragt, wie ich mir den Geothermosystem-Neustart merke? Das geht so. Vögel suchen im Sommer den Norden, Osten im Frühling, Westen im Herbst, Süden im Winter. Tja, okay. Poesie hättet ihr von Mike, dem GT-Techniker, nicht erwartet, was? Ich bin halt was ganz Besonderes. Ja. Da da nichts steht, gehe ich mal davon aus, dass die Himmelsrichtungen sind. Die Frage ist nur, wie rum? Dann umgedreht. Was an übersprungen, Eloy. Und das hier müsste Süden sein, ne? Bitte funktioniere. Und zwei. Ja! Noch ja! Eine. Geil, geil. Also ich dachte mir gerade irgendwie, warum erzählt der mir da über die Vögel und über Himmelsrichtungen? Da dachte ich mir, das kann nur das Rätsel sein. Okay. Das war schon mal geil. Hier wollen wir Eloy nicht runter, oder? Nee, ne? Das lassen wir mal sein. Also das hier finde ich auch wieder mega cool, ne? Eloy, einfach nur gehen. Das ist besser. So. Und hier haben wir was? Ja, sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Also oben, oben, unten, unten. Oben, oben, unten. Und unten. Wenn die Reihenfolge so richtig ist, ne? Okay, cool. Das war's. Dann hier klingt zumindest so. Und jetzt?
erkunde den Grabhort weiter. Ja, war. Muss ich wieder hoch, höchstwahrscheinlich, ne? Guck mal, das ist so ein Bimbi. Das ist ein Lift. Das ist ein Aufzug. Okay. Wir gehen dann einfach mal wieder hoch. Also es muss auf jeden Fall eine Tür geöffnet haben. Ich gehe mal davon aus, die eine, wo wir vorhin da vorne dran standen. Genau, hier geht's raus, Eloy. Die hier. Tür öffnen. Geil, sehr geil. Jemand Werkzeuge und ich höre Stimmen. Mehr Eclipse. Es muss noch einen Eingang geben. Gut, noch eine Energiezelle. Wenn ich noch mehr finde, müsste ich an diese alte Rüstung herankommen. Ich habe eine Energiezelle gefunden. Das ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Da steht sogar Energiezelle. Okay, ich brauche noch zwei Stück, ne Leute. Zwei Stück. Oh, vielleicht kriegen wir das da tatsächlich hin. Oh mein Gott. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Das ist halt witzig, die Kultisten sind die Eclipse, ne? Ja, ja, ich verwechsel das immer mal zwischendurch. Kriege ich den so? Ja. Mal kurz aufladen. Super, den würde auch keiner vermissen. Steht da irgendwie drin? Was wäre? Von denen da hinten, die können wir noch kriegen, ne? Guck mal, der läuft so ganz allein darum. Boah, ernsthaft? Der hat mich so weit gesehen. Drauf. Okay, ich bin jetzt ein bisschen ruhig, weil ich mich hier konzentrieren möchte, aber Vorteil ist, wenn wir so ein gutes Level haben schon und die ganze Zeit die Quest gemacht haben, kommen wir ziemlich gut hin, ne? So, der freut sich gleich drüber. Komm, mach rum. Geht doch. Super, den hätten wir. Das heißt, dieses Areal hätten wir schon mal geklärt, ne? Ja. Super. Cool, 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 cool. Pass auf, in dem Fall will ich die Energie verbrauchen, weil da kannst du hier wieder was Neues tanken, ne? Schön tanken. Schön mal die Behälter voll machen. Okay, aber das mit der Energiezelle, das war jetzt wieder schon wieder so Lucky Shot von mir, ne? Ist ja klar. So, hier will ich rein. Ja, nix übersehen hier, ne? Für die blöde Waffe. Super. Diese bisschen Platz im Inventar gemacht und schon läuft sie wieder flüssig, ne? Sehr krass. Ah, diese blöde Rucksäcke mag ich gar nicht, ey. Vor allem, wenn wir ja den Dauerreisedings da haben. Oh, schöner Move, Eloy. Schöner Move. Ich plündere die nur, weil ich hoffe, dass ich immer ein bisschen Tränke von denen kriege. Weil ich schon nicht mehr so viele. Aber scheint nicht so gönner zu sein. So, einmal alles scannen. Da liegt noch hier eine Waffe da, ne? Will ich nicht haben. Wir können nicht hier hinlaufen? Hier, was soll das mir bringen? Ah, für da wieder hoch. Da muss ich sogar hin. Ja, ja, muss ich. Okay, okay. Eloy, kriegen wir das hin? Ja, ne? Super. Dann ist da ein Griff, ne? Super. Dann rüber. Jetzt dann hoch. Ne, weiter um die Ecke. Ja. Also, ganz im Ernst, ich sag's ja immer wieder, aber
Ist das nicht geil gemacht? Ja, natürlich ist es auf der einen Seite auch so, ne, weil es immer nur vereinzelte Griffe so gibt und nicht Free Climbing wie in dem neuen Teil. Trotzdem finde ich das geil. Das reicht mir vollkommen aus. Guck mal, da haben wir noch irgendwas. Oh ja. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Mit diesen neuen, ahnungslosen Rekrutierten. Wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz. Damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Mhm. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Weiß nicht, ob wir mehr Zeit brauchen. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Das ist immer schwierig, ne? Wenn so Zero Dawn, also wir wissen noch nicht so richtig, was das ist, also auf jeden Fall irgendeine eine Forschungseinrichtung, die sie da hatten, bestimmt höchstwahrscheinlich für die Maschinen da wieder in den Griff zu kriegen, die ja sich da selbstständig gemacht hat, ne? Also sowas kann ich mir mal vorstellen. Dann gucken wir mal, und natürlich so spontan was zu entwickeln, ist ja gar nicht mal so easy, ne? Vor allem, es muss ja dann auch funktionieren, und da keine Testphasen da sind, fast unmöglich. 9. mechanisierte Eingreifbrigade, kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Mhm. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Ja. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Mhm. Da merkt man schon, die hingen ein bisschen hinterher schon, ne? Aber das ist normal, das geht halt alles nicht so. Ich bin mal gespannt, was sie entwickelt haben. Oder was dann, was sie geforscht haben oder was sie da ausgeheckt haben für einen Plan. Und dass Zivilisten zu Schade kommen, ist natürlich schwierig, ne? Sehr schwierig. Apes. Ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die What? Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Ja. Wollte ich gerade auch sagen, Eloy, hat so vollkommen recht, das ist wirklich sehr traurig, aber es ist halt so, ne, für die Erde dann zu retten sozusagen, muss man dann halt auch Opfer bringen, ne, das sind auch Familien, die halt dann alleine sterben werden, ne, so wie sich das anhört, ne. Ames, ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Nein. Aber ich bin so stolz auf dich, wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht, als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitor rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Sehr cool. Also eine traurige Geschichte natürlich, aber sehr cool, dass sie sowas eingebaut haben. Ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner Serverraum, wo man Nachrichten abrufen kann. Aber dass die eine gesagt hat, ne, so, dass ihr Mann nicht mehr so klingt, wie ihr Mann normalerweise klingt, dass zusammengesetzte Nachrichten sind. Das ist halt bitter, weil das könnte ich mir vorstellen bei dem Zeitalter, wo sie waren und die Entwicklung, die sie hatten. Das geht ja heutzutage ja auch problemlos, sowas zu machen, ne? Naja. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Boah.
Es geht aber ab hier. Nicht so cool, not so cool. Tut mir leid, Leute. Muss aber raus. So. Hologrammprojektor aktivieren. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte wovon? Erde. Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Das ist eine gute Frage, aber man sieht hier so eine Verwandlung von der Erde drauf. Na, guck mal, wie rot hier es ist. Mhm. So, wir erkunden weiter natürlich. Hier ist nämlich nur eine Audiodatei, das ist eine Textdatei. Die brauchen wir nicht. Hier ein bisschen Loot, looten, tuten. Super! Okay. Mal führen wir einen Scan durch. Guck mal, hier ist noch ein Raum. Yep, springen wir mal drüber. Die Stalagmiten und Stalaktiten hier, diese Rovaxe, die sind richtig geil. Guck mal, hier geht's weiter. Ging's nicht auch noch in die andere Richtung? Sehe ich hier überhaupt eine Karte? Oh, super, super, pass auf. Hier? Ich will nicht dahin. Ich will hier nochmal durchsuchen. Auf der anderen Seite. In den großen Raum, da will ich noch nicht rein. Das bedeutet sowieso nie was Gutes. Aber ich gucke nochmal hier. Ich glaube, auf der anderen Seite ging es noch weiter, ne? Ach so, hier können wir dann raus. Ah, hier sind wir durchgerannt, Freunde. Geil gemacht, ne? Richtig, die Kommandozelle hier, ne? Sehr cool. Sehr cool. Ach so. Eine richtige Station, eine unterirdische Station sozusagen. Und hier kommen wir ja her, ne? Hier waren die Server, genau. Das heißt, hier haben wir alles abgegrast. Das ist mir halt wichtig, dass wir ein bisschen Zeit lassen, ne? Dass wir uns nicht so hier durchstressen. Aber dass wir alle Räumlichkeiten tatsächlich schön begutachten, ne? Das ist halt wichtig. Wir haben ja Zeit. Und wenn nicht, ihr könnt nach vorne spulen. Ich lasse mir auf jeden Fall Zeit. Kommt nicht in Frage, dass ich mich jetzt irgendwie durchschätze, ne? Für das Spiel durchzuspielen. Ihr Spaß dran behalten, ne? Tür öffnet, komm. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht mein Gegner, ne? Oh meine Güte, er soll... Nee. Also nee. Die Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. So nennt man die Metallteufel. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Ach so. Da hängt noch so einer drunter. Sonnenschatten! Oh meine Güte. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Also, das ist ein Todbringer und das da ist dann der andere, der Metallteufel. Also, ich dachte ja, ich müsste gegen den kämpfen, aber das, ich glaube, das ist ein bisschen zu krass, ne? Ich hoffe, dass wir gar nicht gegen so einer kämpfen müssen. Nee, viel zu krass. Also, was muss ich hier? Ja, erledige den Todbringer. Also, den muss ich dann töten. Super! Aber ich weiß noch so ein bisschen, wie er funktioniert, ne? Die Kühldinger, die müssen wir, also die Sachen müssen wir abschießen und dann kommen die Kühlkörper raus und die müssen wir dann weiter abschießen. Die Frage ist nur... Wo sind die Kultisten? Da. Ach so, klar. Bleib in der Ecke. War so klar, dass ich dir schon nicht treffe, ey. Da kann ich mal runter. Aber ich will nicht runter. Ich stehe gut hier. Da könnte ich auch runter.
glaube, ich möchte hier hin. Elo, du musst nicht rennen. Schön chillig. Der hat mich schon im Blick da unten, ne? Ja, ja, guck mal, der ist schon voll auf mich ausgerichtet. Ah, was läuft? Guck mal, hier haben wir ein bisschen mehr Plattform. Das finde ich schon mal gut. Da kann ich auch ein bisschen analysieren. Guck mal, da steht auch noch einer, habe ich gerade gesehen. Da, den werden wir von hier aber kriegen, oder? Okay, der Fight geht jetzt los, glaube ich, ne? Aber sie wissen nicht, wo ich bin, obwohl sie wissen, wo ich bin. Oh, fuck. Oh, fuck, der hat mich einfach abgeknallt. Okay, krass. Okay, ich verstehe. Wir dürfen also natürlich, ist ja klar, dass der mich da abknallt. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Da hätte ich auch mal drüber nachdenken können. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich beende hier. Wir sind eh am Ende angekommen und wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Ich freue mich drauf. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.